Gott, ich begrüße Sie alle herzlich zum Thema Die Wurzeln der Homosexualität. Wir versuchen heute, die Wurzeln, den Ursprung der Homosexualität herauszufinden. Homosexualität oder gleichgeschlechtliche Sexualität ist heutzutage in aller Munde ein stark diskutiertes Thema. Vielleicht in der Vergangenheit hat es nie so intensiv offene Diskussionen über Homosexualität gegeben haben wie heute. Homosexualität in der Vergangenheit in vielen Ländern als strafbar angesehen und sogar auch heute noch in vielen Ländern strafbar ist, wird heute allgemein akzeptiert und sogar als eine Lebensweise legalisiert. Lange Zeit galten Homosexuelle als psychisch krank. Heute dagegen wird geglaubt, dass gleichgeschlechtliche Neigungen völlig natürlich sind. Doch wie kommt es dazu, dass manche Menschen ausschließlich das eigene Geschlecht begehren? Forscher haben versucht, die Wurzeln der Homosexualität herauszufinden. Es gibt viele verschiedene Theorien zur Entstehung sexueller Orientierungen, aber es gibt bisher keine klaren wissenschaftlichen Erkenntnisse darüber, wie eine Person homosexuell wird oder wie sich Homosexualität in einer Person entwickelt. Manche Forscher glauben an genetische Ursachen, also an die Existenz eines schwulen oder lesbischen Gens. Aber die Studien haben bereits bewiesen, dass es kein Gen für die sexuelle Orientierung gibt. Manch andere Forscher war der Meinung, dass der Hormonhaushalt der Mutter während der Schwangerschaft Ursache für die Entwicklung der sexuellen Orientierung des Kindes sei. Auch dies ist heute widerlegt. Andere fanden soziale Faktoren als Ursache der homosexuellen Entwicklung. Etwa bestimmte Erziehungsstile, zum Beispiel eine dominante Mutter, die Abwesenheit des Vaters oder die Stellung in der Geschwisterreihenfolge. Auch diese Theorie wird bestritten und es heißt, dass der Erziehungsstil, eine Scheidung, der Tod eines Elternteils oder andere Vorkommnisse in der Kindheit keinen Einfluss darauf haben, ob jemand hetero- oder homosexuell wird. Ein weiteres Argument ist, dass bestimmte soziale Lebensumstände dazu führen, dass manche Menschen in Homosexualität verfallen. Zum Beispiel Leben in Gefängnissen, Herbergen, insbesondere Orte, an denen Menschen desselben Geschlecht zusammenleben. Dann gibt es die sogenannte Verführungstheorie. Sie geht von der Annahme aus, dass eine Jugendliche oder ein Jugendlicher von einem älteren Menschen zu einer sexuellen Handlung verführt wird, obwohl die oder der dies nicht möchte und dann durch diesen Missbrauch sexuell wird. Diese Theorie ist wissenschaftlich längst widerlegt. Manche Männer oder Frauen wählen auch gleichgeschlechtliche Sexualpartner, ohne wirklich homosexuell zu sein. Gründe dafür sind, dass sie Angst vor starken Andersgeschlechtlichen haben oder sexuelle Frustrationen mit diesen erlebt haben. Obwohl viele wissenschaftliche Experten verschiedene Gründe als Quelle für Homosexualität nennen, müssen wir leider feststellen, dass es keine glaubwürdige oder relevante Theorie über die Quelle bzw. Ursprung der Homosexualität gibt. Also was nun, wenn die Forscher und die Experten scheitern,
die Ursache der Homosexualität herauszufinden. Also da gibt es nur eines, nämlich zum Ursprung zurückkehren. Wenn wir also die Orthodoxie eines Objekts, eines Faktum oder einer Tatsache seinen Ursprung finden wollen, müssen wir zu der Zeit, in der dieses Objekt, dieses Faktum oder diese Tatsache entstanden oder erschaffen worden ist, zurückkehren. Um den Ursprung dieses Phänomens, Homosexualität, bei Menschen herauszufinden, gibt es nur noch eine Möglichkeit, nämlich zum Ursprung, zur Schöpfung der Menschheit zurückkehren und herausfinden, was Gott, der Schöpfer der Menschheit, mit Sexualität im Menschen beabsichtigt hat, als er die Menschen schuf. Im 19. Kapitel des Matthäus-Evangeliums wird erzählt, dass einige Pharisäer zu Jesus kamen und Klarheit über die Scheidung haben wollten. Sie stellten die Frage, ist es einem Mann erlaubt, sich aus irgendeinem Grund von seiner Frau scheiden zu lassen? Die Antwort auf diese Frage von Jesus war, es war nicht von Anfang an so. Das heißt, wenn sie wussten, wie die Ehe am Anfang war, würde ihre Frage damit beantwortet werden. Als Gott am Anfang eine Sache erschuf, wie war es dann? Das ist der ursprüngliche Zustand oder Wesen dieser Sache. Das heißt, um die ursprüngliche Natur von etwas herauszufinden, müssen wir herausfinden, was es am Anfang war, als es geschaffen wurde. Also auch hier heißt es, um die Quelle, die Wurzeln der Homosexualität herauszufinden, müssen wir zum Ursprung der Menschen zurückkehren. Wenn die heutige moderne Welt Homosexualität als den natürlichen Ausdruck von Liebe und Sexualität zwischen zwei Individuen beschreibt, wie war es wirklich zur Zeit der Erschaffung des Menschen? Wie hat Gott den Menschen am Tag der Schöpfung mit der Liebe und Sexualität ausgestattet? Und wofür war es? Oder was war Gottes Plan, als er diese Gabe der Liebe und Sexualität auf den Menschen übertrug? Im Buch Genesis Kapitel 1, 27 steht, Gott schuf also den Menschen als sein Abbild, als Abbild schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Was bedeutet es, wenn es gesagt wird, dass Gott den Menschen nach seinem Abbild und ihm ähnlich geschaffen hat? Gott ist eine Person, ein Individuum. Gleichzeitig ist Gott sowohl Geist und unsterblich. Das heißt, der Mensch wurde mit der Persönlichkeit Gottes und mit einer unsterblichen Seele geschaffen. Daher sind Mann und Frau Persönlichkeiten, die an der Herrlichkeit, Geist und der Unsterblichkeit Gottes teilhaben. Hier ist besonders zu achten, dass in Vers 27 steht, Gott schuf also den Menschen als sein Abbild, als Abbild Gottes schuf er ihn. Danach gleich aber steht in derselben Vers geschrieben, als Mann und Frau schuf er sie. Hier, der Ausdruck Mensch ist ein allgemeiner Begriff, aber der Ausdruck Mann und Frau verweist auf zwei unterschiedliche Persönlichkeiten, zwei Individuen. Das heißt also, der von Gott erschaffene Mensch besteht aus Mann und Frau. Und dieser Mann und diese Frau haben den gleichen Status, Würde und die gleiche Herrlichkeit vor Gott. Der Katechismus der katholischen Kirche lehrt uns in den Paragraphen 369 und 371 folgendes. Mann und Frau sind erschaffen, das heißt Gott gewollt in vollkommener Gleichheit, einerseits als menschliche Personen, andererseits in ihrem Mannsein und Frausein. Mannsein und Frausein ist
etwas Gutes und Gottgewolltes. Beide, der Mann und die Frau, haben eine unverlierbare Würde, die ihnen unmittelbar von Gott, ihrem Schöpfer, zukommt. Beide, der Mann und die Frau, sind in gleicher Würde nach Gottes Bild. In ihrem Mannsein und Frausein spiegeln sie die Weisheit und die Güte des Schöpfers wider. Miteinander erschaffen sind der Mann und Frau von Gott auch füreinander gewollt. Also wir sehen, dass Gott den Menschen als Mann und Frau geschaffen hat und nicht als Mann und Mann oder als Frau und Frau. Es gibt einen göttlichen Plan, wonach Gott den Menschen als Mann und Frau erschaffen hat. Nachdem Gott den Mensch nach seinem Abbild als Mann und Frau erschaffen hatte, sagte er: Seid fruchtbar und vermehrt euch, bevölkert die Erde. Vermehrt euch, das ist ein Befehl, das erste Gebot Gottes an die Menschheit. Gleichzeitig, es ist auch die Offenlegung eines göttlichen Plans. Dass Gott den Menschen als Mann und Frau mit unterschiedlicher psychischer Natur und Geschlecht erschuf, war von nun an, um den Schöpfungsakt für ihn zu übernehmen und Kinder zu zeugen und die ganze Erde mit Gottes Kindern zu füllen. Das ist das Geheimnis der Ehe, der göttlichen Plan des Ehelebens. Adam und Eva, das von Gott vereinte erste Ehepaar auf Erden, die erste Familie. Gott segnet den Menschen, die er als Mann und Frau erschaffen hat, und so errichtet er das Sakrament der Ehe. Er nimmt die beiden bei der Hand, führt sie in die Brautkammer und fordert sie auf: Seid fruchtbar und vermehrt euch, bevölkert die Erde. Das heißt mit anderen Worten: Von nun an erschaffe Menschen für mich. Dies ist die Errichtung des göttlichen Plans der Ehe, das Sakrament der Trauung. Im Paragraph 372 des Katechismus der katholischen Kirche steht das so geschrieben: In der Ehe vereint Gott sie so eng miteinander, dass sie nun ein Fleisch bilden, das menschliche Leben weitergeben können. Seid fruchtbar und vermehrt euch, bevölkert die Erde. Indem sie das menschliche Leben ihren Kindern weitergeben, wirken Mann und Frau als Gatten und Eltern auf einzigartige Weise am Werk des Schöpfers mit. Soweit ist das gut. Aber hier gibt es ein Problem, nämlich der von Gott erschaffene Mensch Adam hat noch keinen Körper. Nicht nur, Eva ist auch nicht da zum Leben erweckt worden. Die beiden sind als Geist erschaffen und haben noch keine Körpergestalt. Wie sollen sie sich denn vermehren und Kinder erzeugen? Dann lesen wir weiter im Genesis Kapitel 2, 7. Da formte Gott der Herr den Menschen aus Erde vom Ackerboden und blies in seine Nase den Lebensatem. So wurde der Mensch zu einem lebendigen Wesen. Dann legte Gott der Herr in Eden im Osten einen Garten an und setzte dorthin den Menschen, den er geformt hatte. Adam, der erste Mann der Menschheit, der Fleisch, Knochen und Leben besitzt, wird hier geboren. Der erste Mann in der Weltgeschichte. Aber Adam, inmitten all der herrlichen Schöpfung, mit allen möglichen Dingen rundherum, was er sich wünschen konnte, das Gott für ihn vorbereitet hatte, war nicht glücklich, weil er allein war. Liebe Leute, hier stellt sich die Frage: Warum hat Gott auch Eva nicht zur gleichen Zeit wie Adam erschaffen? Es war deswegen, um Adam davon zu überzeugen, dass er in sich selbst unvollkommen ist und dass er nur dann vollkommen ist, wenn er liebt und geliebt wird
und dass er etwas ganz Besonderes von allen anderen Geschöpfen ist. Der Mangel an Liebe war der Grund für seine Einsamkeit und Unglück. Um die Liebe zu spüren, um zu erleben und zum Austauschen, hat Gott anders als Engeln den Menschen einen Körper, einen Leib gegeben. Dann sprach Gott der Herr: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein bleibt. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Auf der Suche nach einem geeigneten Partner konnte Adam in allen Kreaturen, die Gott geschaffen hatte, keinen Partner finden. Er fand seine Geliebte nicht in den zweibeinigen Tieren. Auch in vierbeinigen fand er sie nicht. Auch unter den Vögeln, die am Himmel fliegen, oder unter den Lebewesen im Meer oder im See, fand er sie nicht. Weder bei den Hunden, Katzen, noch bei den Affen konnte er sie nicht finden. Trotz der enormen Ähnlichkeit mit den Schimpansen fand er seine Geliebte auch unter denen nicht. Der Mensch ist nur dem Menschen gleich. Der Mensch ist nur dem Menschen gleich. Keine andere Schöpfung über der Erde oder unter dem Himmel wurde erschaffen wie der Mensch in der Herrlichkeit Gottes, das Abbild und ihm ähnlich. Um diese Wahrheit dem Adam beizubringen, hat Gott alle lebenden Tiere vor ihm geführt. In der Überzeugung, dass er anders und ruhmreicher als jedes andere Wesen auf der Erde ist, und ein geeigneter Partner für ihn unter all diesen Lebewesen oder Tieren, der sein Ehepartner sein konnte, nicht gefunden werden kann, ging Adam traurig zurück. Da ließ Gott, der Herr, einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen, so dass er einschlief, nahm eine seiner Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Gott, der Herr, baute aus der Rippe, die er vom Menschen genommen hatte, eine Frau und führte sie dem Menschen zu. Und der Mensch sprach: Das endlich ist Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch. Frau soll sie heißen, denn von Mann ist sie genommen. Darum verlässt der Mann Vater und Mutter und bindet sich an seine Frau und sie werden ein Fleisch. Liebe Freunde, hier wird die untrennbare Zugehörigkeit und Vereinigung zwischen Mann und Frau beschrieben. Mann und Frau sind zwei untrennbare Elemente. Der Mann an sich und die Frau an sich sind unvollkommen. Nur wenn die beiden zusammenkommen, nur dann sind sie vollkommen. Der Knochen des Mannes würde zur Existenz der Frau und die Quelle der Existenz der Frau würde der Mann. Wie Eisen und Magnet werden sie voneinander angezogen und einander gebunden. Hier liegt das Geheimnis der Sexualität, nämlich die gegenseitige Anziehungskraft zwischen Mann und Frau, nämlich die Liebe zwischen Mann und Frau. Über die Sexualität sagt der Katechismus der katholischen Kirche Folgendes: Die Geschlechtlichkeit ist auf die eheliche Liebe von Mann und Frau hingeordnet. In der Ehe wird die leibliche Intimität der Gatten zum Zeichen und Unterfangen der geistigen Gemeinschaft. Das Eheband zwischen Getauften wird durch das Sakrament geheiligt. Infolgedessen ist Sexualität, in welcher sich Mann und Frau die den Eheleuten eigenen und vorbehaltenen Akte einander schenken, keineswegs etwas rein Biologisches, sondern betrifft den innersten Kern der menschlichen Person als solcher. Auf wahrhaft menschliche Weise wird sie nur vollzogen, wenn sie in Eheliebe integriert ist, mit dem Mann und Frau sich bis zum Tod vorbehaltlos einander verpflichten. Gott fügte Frau zu Mann und Mann zu Frau hinzu, aber nicht Mann zu Mann und Frau zu Frau. Wie bei allen anderen Lebewesen
schuf Gott auch Menschen männlich und weiblich, um die Fortpflanzung zu ermöglichen durch gegenseitigen Liebesaustausch. Sexuelles Verlangen oder Sexualität ist das Gefühlsvermögen, das zum Austausch der Liebe, sprich zum Geschlechtsverkehr führt, welches ein göttliches Mittel zur Fortpflanzung ist und das nur in der Ehe zwischen einem Mann und einer Frau zulässig ist. Deshalb sind Masturbation, Homosexualität, Lesbianismus sowie Geschlechtsverkehr mit Tieren oder Ähnlichem verboten. Solche sexuelle Handlungen sind ein Verstoß gegen das Gottesgebot: Seid fruchtbar und vermehrt euch. Deshalb werden solche Handlungen als Sünde betrachtet. Die Forscher der modernen Zeit behaupten, dass mehr als 1500 Tiere, darunter Vögel, Fische und Reptilien, homosexuell sind. Laut ihrer Studie sind die Gründe, warum Tiere homosexuelle Handlungen ausführen, sind, weil Partner des anderen Geschlechts nicht immer zur Verfügung stehen oder einfach zum Spaß haben oder rein als Vergnügen und auch als soziale Beziehungen aufzubauen oder Streitigkeiten beizulegen. Bitte, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, nichts zu vergessen: Es handelt sich hier um Tiere, die keinen Intellekt, kein Bewusstsein und kein Pokémon haben. Um zu beweisen, dass Homosexualität auch bei Menschen und Tieren gleich natürlich ist, vergleichen sie Menschen, die nach dem Abbild und Gottesähnlichkeit geschaffen wurden, mit bloßen Tieren. Diese modernen Wissenschaftler werden nicht zögern zu sagen, dass auch die Bäume homosexuell sind, wenn im Wind die Zweige zweier Bäume einander reiben würden. So, liebe Leute, all diese Tatsachen führen uns zu dem Schluss, dass das Argument, dass der Ursprung der Homosexualität inhärent oder kreativ ist, eine falsche Behauptung ist. Nirgendwo in der Schrift, von Genesis bis zur Offenbarung, sagt der Schrift, dass Homosexualität von Gott kommt oder dass von Gott gewollt ist. Im Gegenteil, es wird als Sünde dargestellt, die Gott so sehr hasst. Was nicht von Gott ist, kommt vom Teufel. Homosexualität ist eine Manifestation fehlgeleiteten Egoismus. Es ist die perverse Sexualität, das Gegenteil zum gegenseitigen Austausch der Liebe. Homosexualität ist eine psychologische Abweichung. Katechismus im Paragraph 2357 steht: Homosexuell sind Beziehungen von Männern oder Frauen, die sich in geschlechtlicher Hinsicht ausschließlich oder vorwiegend zu Menschen gleichen Geschlechters hingezogen fühlen. Homosexualität tritt in verschiedenen Zeiten und Kulturen in sehr wechselhaften Formen auf. Ihre psychische Entstehung ist noch weitgehend ungeklärt. Gestützt auf die Heilige Schrift, die sie als schlimme Abirrung bezeichnet, hat die kirchliche Überlieferung stets erklärt, dass die homosexuellen Handlungen in sich nicht in Ordnung sind. Sie verstoßen gegen das natürliche Gesetz, denn die Weitergabe des Lebens bleibt beim Geschlechtsakt ausgeschlossen. Sie entspringen nicht einer wahren affektiven und geschlechtlichen Ergänzungsbedürftigkeit. Sie sind in keinem Fall zu billigen. So beschreibt der Katechismus der katholischen Kirche über die Homosexualität. Obwohl die wahre Quelle der Homosexualität nicht festgestellt werden kann, können wir im Lichte mancher Verse und Ereignisse in der Bibel zu einigen Schlussfolgerungen kommen. Nach dem Sündenfall der ersten Eltern, Adam und Eva, vertrieb Gott das Böse und böse Menschen durch die Sintflut während der Zeit Noahs. Aber wir sehen, dass durch Noah und seine Kinder, die die Sintflut überlebt haben, das Böse in der Welt wieder auftaucht. Noah
der Gerechte vor Gottes Augen erzeugte Wein aus seinem Weinberg. Voll betrunken lag er völlig nackt und bewusstlos in seinem Zelt. Da kam der zweite von Noahs drei Söhnen, Ham. Er sah die Nacktheit seines Vaters. Er genoss begeistert die Nacktheit seines Vaters zu seiner vollen Befriedigung. Es konnte in Betracht gezogen werden, hier liegt der Ursprung der Homosexualität. Es sind die Nachkommen dieses Hams, die später in Sodom und Gomorra von Gott durch Feuer und Schwefel vernichtet wurden, weil sie sich dem Gräuel der Homosexualität hingegeben haben. Was der Vater tat, ging durch die Kinder weiter, setzt sich heute noch auf die Erde fort. Im zweiten Brief des Petrus, in Kapitel 2, Vers 6 sagt, auch die Städte Sodom und Gomorra hat er eingeäschert und zum Untergang verurteilt, als ein Beispiel für die Gottlosen in späteren Zeiten. In Zeiten des Alten Testamentes hat Gott durch Bestrafung das Volk diszipliniert, als sie ihm nicht gehorchten oder ihm nicht folgten. Später aber, als die Menschen ihre Herzen Gott gegenüber verhärteten, steht es im Epheserbrief 4,18 beschrieben, sie sind verfinstert in ihrem Sinn. Sie sind dem Leben Gottes entfremdet durch die Unwissenheit, in der sie befangen sind durch die Verhärtung ihres Herzens. In ihrer Haltlosigkeit gaben sie sich Ausschweifung hin, um jede Art von Unreinheit in Habgier zu vollzuführen. Darum lieferte sie durch die Begierden ihres Herzens der Unreinheit aus, so dass sie ihren Leib durch ihr eigenes Tun entehrten. Sie vertauschten die Wahrheit Gottes mit der Lüge. Sie beteten das Geschöpf an und verehrten es anstelle des Schöpfers. Darum lieferte Gott sie entehrenden Leidenschaften aus. Ihre Frauen vertauschten den natürlichen Verkehr mit dem Widernatürlichen. Ebenso gaben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau auf und entbrannten in Begierde zueinander. Männer trieben mit Männern zu Unzucht und erhalten den ihnen gebührenden Lohn für ihre Verirrung. Und da sie es nicht für wert erachteten, sich gemäß ihrer Erkenntnis an Gott zu halten, lieferte Gott sie einem haltlosen Denken aus, so dass sie tun, was sich nicht gehört. Liebe Leute, wenn die heutige Welt von einer unreinen Art der Sexualität und Geistlichkeit dominiert wird, wie es in der Vergangenheit nie gehört wurde, finden Sie dafür den Grund in den obigen Worten Gottes. Der Beginn eines Übels ist immer die Trennung von Gott. Das Böse regiert überall dort, wo Gott und seine Gegenwart geleugnet werden. Die Herrschaft des Bösen wird den Menschen zu geistiger Anarchie und Unreinheit führen. Man kann mit Sicherheit sagen, dass das unreine und sündhafte Leben des Menschen die Quelle der Homosexualität ist. Individuen, Paare, Familien, Gemeinschaften und Nationen, die ein unmoralisches Leben führen, sind die Wiegen der Homosexualität. Die sexuelle Freiheit im außerehelichen Leben, die Irrelevanz und Anarchie im Eheleben und die Anerkennung des gleichgeschlechtlichen Lebens tragen zur Verbreitung dieses Übels bei. Liebe Freunde, es ist Zeit für uns aufzuwachen, nachzudenken, zu handeln und vor allem laut zu Gott zu beten. Warum geschieht so viel Gräuel auf der ganzen Welt heutzutage? Gewalt, Ungerechtigkeit, Mord, Brandstiftung, Vergewaltigung und Inzest. Mensch tötet den Menschen mit der Leichtigkeit eines Ameisen zu töten. Abtreibungen, Mord, Euthanasie, Terroranschläge, es fließt ein Blutbad über die Erde.
Die ganze Welt versinkt heute in Anarchie, Gewalt und Terror. Woran liegt das alles? Was sind die Gründe dafür? Der Prophet Esaja hat die Antwort darauf. Hört ihr Himmel, horch auf Erde, denn der Herr hat gesprochen. Ich habe Söhne großgezogen und emporgebracht, doch sie sind mir abtrünnig geworden. Der Ochse kennt seinen Besitzer, der Esel die Krippe seines Herrn. Israel aber kennt keine Erkenntnis, mein Volk hat keine Einsicht. Mein Volk hat aber seinen Ruhm gegen unnütze Götzen vertauscht. Entsetzt euch darüber, ihr Himmel, erschaudert gewaltig, spruch des Herrn. Denn mein Volk hat doppelt das Unrecht verübt. Mich hat es verlassen, den Quell des lebendigen Wassers, um sich Zisternen zu graben, Zisternen mit Rissen, die das Wasser nicht halten. Liebe Leute, es sind schwere Zusammenbrüche in der Beziehung zwischen Gott und dem Menschen geschehen. Daher, wie der Apostel Paulus in Römer 1,24 sagt, überlässt Gott den Menschen seinen eigenen Begierden und Gräuel nach. Und Gott zieht sich zurück. Wie damals die Herrlichkeit des Herrn vom Tempel Jerusalem abgewichen ist, kehrt Gott von der Erde heute zurück. Er ist es leid, mit Menschen auf der Erde zu leben. Der Prophet Hosea bestätigt dies in seinem Buch. Ich gehe weg und kehre an meinen Ort zurück, bis sie sich schuldig fühlen und mein Angesicht suchen. In ihrer Not werden sie wieder nach mir Anschau halten. Gottverlassene Gotteshäuser, keine heiligen Messen, keine Sakramente, keine Beichte, kein Kommunionempfang, kein Sühneopfer, keine Anbetung. Menschen, die im Schrecken der Corona tot umfallen, fern und nah kein Ende dieser Horrorpandemie. Warum? Leute, der Herr tut uns warnen, er kennt die Zeichen der Zeiten. Das aber sollst ihr wissen, in den letzten Tagen werden schwere Zeiten anbrechen. Die Menschen werden selbstsüchtig sein, habgierig, prahlerisch, überheblich, Lästerer, ungehorsam gegen die Eltern, undankbar, gottlos, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, rücksichtslos, dem Guten abgeneigt, heimtückisch, verwegen, hochmütig, mehr dem Vergnügen als Gott zugewandt. Den Schein der Frömmigkeit wahren sie, verleugnen aber deren Kraft. Wende dich von diesen Menschen ab. Also, liebe Leute, es ist höchste Zeit, umzudenken und umzukehren. Jesus, als er das Reich Gottes zu verkünden begonnen hat, hat die Menschen aufgefordert, die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Derselbe Herr, der gekommen ist, der wiederkommen wird, fordert uns auch heute und jetzt. Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Wir beten, lass du her und zurückkehren zu dir, dann kehren wir um. Erneuere unsere Tage wie in der Urzeit. Unsere Tage zu zählen, lehre uns. Dann gewinnen wir ein weißes Herz. Herr, lass mich erkennen mein Ende und die Zahl meiner Tage. Ich will erkennen, wie vergänglich ich bin. Möge der Herr uns alle reichlich segnen, dass wir die Wahrheit erkennen und diese Wahrheit uns befreit. Grüß Gott.